Heute im Hessenschau-Studio Andreas Hieke und Sarah Dippel. Schönen guten Abend. Willkommen zur Hessenschau. Und das sind heute die Themen des Tages. Visite von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Bad Hersfelder Festspiele abgesagt und lebensgefährlich Hochhauskletterer auf dem Messeturm. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn war heute in Gießen an der Uniklinik, um sich dort über die Situation in der Corona-Krise zu informieren. Warum Gießen? Das dürfte wohl daran liegen, dass Kanzleramtsminister Helge Braun aus Gießen kommt und an der Uniklinik als Arzt gearbeitet hat. Er war heute auch dabei, hat sich allerdings vornehm im Hintergrund gehalten. Es ist kein Krankenhausbesuch wie jeder andere. Verbeugen statt Hände schütteln, alle mit Mundschutz im Gesicht, auch wenn selbst der Bundesgesundheitsminister das Zurechtrücken noch üben muss. Die Politiker wollen einen eigenen Eindruck, angefangen bei den Medizinstudenten, die hier aushelfen und erste Erfahrungen mit Patienten machen, die Corona fürchten. Sie sind natürlich sehr verängstigt. Viele wissen teilweise auch gar nicht so viel, können uns natürlich dann fragen und wir versuchen dann die Antworten zu geben und die dann möglichst zu beruhigen. Welchen Arzt wollen Sie werden? Infektiologe. Sehr gut. Nächster Stopp, Intensivstation. Davor, hinein geht es nicht. 18 Covid-19-Patienten liegen hier in Gießen, alle mit schweren Problemen beim Atmen. Eine Herausforderung für Mediziner und Pflegekräfte, weil viele Patienten gedreht werden müssen. So einen Patienten dann mit all den Sicherheitsmaßnahmen, Infusionen, Kabeln, dann in die Bauchlage. Ich denke, Sie brauchen vier Personen, um das zu machen. Vier Personen und dann müssen wir ungefähr 2 Stunden mit voller Montur im Zimmer. Und das ist so, da ist echt danach fix und fertig. Neue Beatmungsplätze, ich meine, es ist nicht, als wenn man eine neue Tankstelle hinstellt und nach einer Minute kann das jeder bedienen. Ich meine, klar, aber wir haben ja jetzt auch versucht, die Zeit ein Stück zu nutzen, ja, dass man zumindest sich auch anders vorbereiten kann als die Notsituationen, die in anderen Ländern. Ja, das ist so. Insgesamt rund eine Stunde reden die Politiker mit verschiedenen Mitarbeitern im Krankenhaus, sammeln Eindrücke. Auch hier in der Uniklinik Gießen werden zusätzliche Betten mit Beatmungsgeräten geschaffen. Bald sollen es 193 sein. Bislang sind es 18 Corona-Patienten. Ist das nicht ein Argument, die Maßnahmen zu lockern? Ja, wir haben Luft, das ist richtig. Aber niemand kann mit Sinn und Verstand zurzeit uns sagen, wie schnell gegebenenfalls bei einer Veränderung der Pandemie diese Luft weg ist. Dabei steigt die Zahl der Infizierten deutlich langsamer. Stand heute sind es 6.179, 86 mehr als gestern. 147 Menschen sind in Hessen durch das Coronavirus gestorben. Zahlen, die eine Lockerung der Corona-Regeln stützen. Das stellt der Bundesgesundheitsminister am Nachmittag bei einer Pressekonferenz in Wiesbaden in Aussicht. Klar ist dabei, es werden vorsichtige erste Schritte sein können, zurück auch in eine Normalität, aber vor allem eben auch eine neue Normalität. Es geht darum, mit dem Virus zu leben und leben zu lernen. Konkretes zu den Maßnahmen gibt es heute kaum. Das Tragen von Atemschutzmasken hält Spahn allerdings für sinnvoll. Und die können natürlich einen Unterschied machen, etwa als textile Masken, die viele ja auch tragen. Insbesondere da, wo es auch darum geht, andere zu schützen, wenn man näher beieinander steht. Denn dann auch etwa in der U-Bahn oder im Bus. Oder im Aufzug, wie heute beim Termin an der Uniklinik. Wo eigentlich auch für Politiker der Mindestabstand von 1,5 Metern gilt. Dass das manchmal nicht so leicht fällt im Alltag, haben wir ja auch gerade wieder gemerkt. Alle nehmen sich vor, nicht alle gleichzeitig in den Aufzug und dann passiert es halt manchmal doch. Zeit zum Üben bleibt allemal. Denn auch bei einer Lockerung der Corona-Regeln werden Abstand und Hygiene noch länger unseren Alltag bestimmen. Und wir sprechen mit unserem Kollegen Jan-Peter Bartels in unserem Studio in Wiesbaden. Er hat den Ministerbesuch heute und den Ministerpräsidenten natürlich auch heute begleitet. Jan-Peter, die Forderungen werden ja nun langsam lauter, die ganzen Einschränkungen zu lockern. Wie ist denn die Position von Volker Bouffier dazu? Ja, Volker Bouffier hat heute noch mal auf die Bremse getreten. Also zwischen den Zeilen hörte man so, in der Ruhe liegt die Kraft. Er sagte dann Dinge wie, wir wollen uns da jetzt keinen Wettbewerb liefern, wer am schnellsten was vorschlage, wo da was gelockert werden könne.
und hat dann selber doch das eine oder andere durchblicken lassen, was er sich vorstellen könne. Dazu zählen zum Beispiel Lockerungen beim Einzel-, vielleicht auch beim Großhandel. Also der Blick auf die Wirtschaft, der ist da schon da. Er nannte als Positivbeispiel, dass das in Hessen sehr gut geklappt hätte, die Baumärkte offen zu lassen. Also es hänge immer davon ab, wie sowas umgesetzt werde und wie sich eben dann die Menschen auch daran halten. Zyniker würden ja sagen, es hat sogar so gut geklappt, dass viele Bayern nach Hessen gekommen sind, denn da waren die Baumärkte ja zu. Und vielleicht hatte auch der Bundesgesundheitsminister das ein bisschen im Kopf, als er heute meinte, er würde sich sehr wünschen, dass man sich morgen auf eine einheitliche Linie einigen könnte unter den Bundesländern. Und er sagte auch, also der Infektionsschutz, der stünde im Vordergrund und deshalb sei es klar, dass eins des letzten Dinge, die wiederkommen würden, wären dann Partys und Volksfeste. Das sei einfach zu gefährlich. Ein großes Thema ist ja für alle Eltern, Kinder und Lehrer. Wie geht's weiter mit den Schulen? Ja, ich glaube, alle Eltern unter uns würden sich darauf einrichten müssen, dass die lieben Kleinen noch eine Weile zu Hause bleiben. Es ist ja so, dass die Leopoldina, die Nationale Wissenschaftsakademie, empfohlen hätte, man könnte sich doch überlegen, ob man zuerst die Grundschüler wieder in die Schule schickt oder die Klassen 1 bis 9. Und die Kanzlerin gibt ja auch sehr viel Wert auf das Wort dieser Akademie. Bouffier scheint aber von diesem Vorschlag nicht so viel zu halten. Ich hatte den Ministerpräsidenten heute danach gefragt. Da sagt er, naja, gerade bei den kleinen Appelle an Hygiene und Abstand halten, das wäre denen doch schlecht zu vermitteln. Da würde es doch viel mehr Sinn machen, dass eher die Älteren, also die Abschlussklassen, zuerst wieder in die Schule gehen. Das scheint es also auf diese Lösung hinauszulaufen. Wenn es um die Schutzmaßnahmen geht, die jetzt Voraussetzungen sind, dass es überhaupt zu Öffnungen kommen kann, sollten wir uns jetzt schon mal darauf einstellen, dass wir uns demnächst Schutzmasken kaufen, sofern es überhaupt welche gibt? Nun, das wurde ja eben im Beitrag bereits angesprochen. Also Spahn sprach heute mehrfach von der neuen Normalität. Er meinte, wir müssen uns einfach auf gewisse Regeln einrichten, die in unserem Alltag übernehmen. Dazu zählt zum Beispiel das Abstandhalten. Das werde noch lange bleiben. Und dazu könnten eben auch Masken gehören. Wobei man sich bei den Masken ja nicht die medizinischen Masken primär vorstellen muss, sondern eben auch einen normalen Mundschutz, einen textilen Mundschutz. Und da sagte er, das könne er sich sehr gut vorstellen. Also vielleicht eine Empfehlung, darauf könnte es hinauslaufen. Dem schien er doch sehr zugeneigt, aber wir werden es morgen erfahren. Vielen Dank, Jan-Peter Bartels. Erst gab es keinen Schnee, dann kam Corona. Was nun, Willingen? Normalerweise wäre jetzt die Zeit, in der viele Vereine dort ihren Jahresausflug machen, die Wanderer und Mountainbiker kommen. Willingen ohne Touristen, sagen die Willinger, das sei so undenkbar wie Wolfsburg ohne VW. In dem kleinen Ort hatten sie im letzten Jahr mehr als 1 Million Übernachtungen. Unser Reporter Sebastian Kisters hat geschaut, was die Corona-Krise für Willingen bedeutet. Ich wandere im Sauerland, rauf auf den Ettelsberg. So wie jetzt gerade hat sich Willingen für mich noch nie angehört. Wenn ich mich an meinen letzten Besuch im Dorf da unten erinnere, dann habe ich eher das hier im Ohr. Alle Hände zum Klatschen! Willingen, das ist der Sound von Fußballabschlussfahrt, Ski- und Rodelgut, bierseligen Wiedersehensfeiern mit Freunden. Das alles ist jetzt weit weg. Oben auf dem Berg treffe ich den Chef der Seilbahn. Machen Sie mal ein Bild von Sigis Skihütte, sagt er. Davon gibt es Tausende auf Instagram, aber so eines noch nicht. Das Bild mit Menschen haben alle, aber ohne Menschen ist es sicher ein Unikat, ja. Jörg Wilke ist hier geboren. Diese Ruhe auf dem Berg nie erlebt. Gäbe es das Virus nicht, hier würden jetzt tausende Menschen in der Hütte feiern, wandern, mountainbiken. Könner klettern den Hochheideturm hinauf. Der erste Lift am Berg läuft seit 1952. Also Seilbahnen sind eigentlich der zentrale Motor von alpinen Tourismusdestinationen. Und man kann sagen, dass jeder Euro, der an einer Seilbahn verdient wird, mit einem Faktor 5,1 in den Ort strahlt. Das heißt, wenn wir 100 Euro an der Seilbahn verdienen, kann man davon ausgehen, dass nochmal 510 Euro im Umfeld der Seilbahn für Essen, Trinken, Verleih, Tankstelle und so weiter ausgegeben werden. Das heißt, die Strahlkraft ist schon eine ziemlich hohe. Seit Mitte März ist die Seilbahn außer Betrieb. Ich gehe runter ins Dorf und sehe, wenn der Berg nicht mehr ruft, wird es still im Tal. Charlotte Michel erzählt mir, von ihren 14 Taxis hat sie 12 abgemeldet. An normalen Tagen fährt sie Tagesgäste, die zu lange gefeiert haben, nach Kassel oder heim ins Ruhrgebiet. 80, 120 Kilometer eine Strecke. In diesen Osterferien aber gibt es nichts zu feiern. Wie würden Sie Ihre Situation jetzt im Moment beschreiben?
Ja, ist tatsächlich so. Man hat den einen Tag das Gefühl, ist okay, man schafft das. Irgendwann geht es da wieder aufwärts. Und am nächsten Tag fällt man so in so ein Loch und denkt, ja, das kann es auch gewesen sein mit der Selbstständigkeit. Und die Existenzangst. Ja. Volle Biergärten, nur noch auf Plakaten. Ich gehe ins Brauhaus, einem mir bekannten Treffpunkt für Feierfreudige. Natürlich geschlossen jetzt. 100 Mitarbeiter in Kurzarbeit erfahre ich. Wann glauben Sie denn, werden hier Menschen wieder eng an eng tanzen da unten? Bin ich mir gar nicht sicher, ob das dieses Jahr überhaupt noch stattfindet. Also da rechne ich dieses Jahr nicht mit, dass hier so ein Geschäft ist, wie wir es früher hatten. Ich habe hier auch schon getanzt. Werden Sie auch wieder. Arndt Brühne sagt, Willingen steht diese Krise durch. Er will mir ein Projekt an der Skisprungschanze zeigen. Neben diese beeindruckende Schanze soll nun die längste Hängebrücke der Welt. Brühne will sie bauen. Mit wie vielen Besucher kalkulieren Sie dann pro Jahr? Wir kalkulieren im Jahr ca. mit 200.000 Besuchern. 200.000. Willingen braucht dringend Touristen, aber im Moment Ruhe. Ich will noch einmal rauf auf den Berg. Auf dem Weg komme ich am Hotel von Familie Stein vorbei. Sie sitzen auf der Terrasse. Eigentlich waren sie in den Osterferien ausgebucht. Jetzt grillen sie. Da haben Sie sonst keine Zeit für, oder? Dass Sie mal in Osterferien so hier sitzen und grillen? Nicht wirklich. Ne? Gibt es auch die Momente, wo Sie es genießen, mal Ruhe zu haben? Oder überlagert die Angst? Zweischneidiges Schwert, ne? Mhm. Natürlich ist es mal schön, mal nichts zu hören, aber es fehlt. Ne? Und das fehlt ganz stark. Ne? Ja, für uns ist eigentlich ganz schlecht. Jetzt kommt unsere Hochsaison. Es kommt viele Clubgäste zum Feiern so. Finanzierungsseite haben wir Angst. Ihre größte Sorge, wenn jetzt alle ihre Anzahlungen zurück wollen, statt umzubuchen, das könnte ihr aus sein. Dieses Virus. Willingen braucht Besucher, aber bitte nicht zu früh, sagen viele hier. Ich hoffe noch nicht so bald, ganz ehrlich, weil ich habe noch ein bisschen Angst davor, dass es doch ganz schlimm enden könnte dann. Weil ich glaube, dafür wäre es noch zu früh. Paradox, denke ich, wie so vieles in diesen Tagen. Dieser Ort lebt vom Tourismus, aber fürchtet Touristen im Moment. Ich glaube, Willingen will noch eine Weile diesen ungewohnten Sound. Aller Existenzängste zum Trotz. Abstand halten, das ist schwierig in einer Flüchtlingsunterkunft. Erst gab es nur einen Fall. Sarah, wie viele Menschen haben sich mittlerweile angesteckt? Ja, in Baunatal, Hertingshausen, sind nun 19 Bewohner positiv auf Corona getestet worden. Das hat das Landratsamt mitgeteilt. Zunächst hatte es dort am Samstag einen bestätigten Corona-Fall gegeben. Daraufhin wurden alle 62 Bewohner getestet und unter Quarantäne gestellt. Da die Menschen in Gemeinschaftsunterkünften auf engem Raum miteinander leben, gelte die Quarantäne für die gesamte Unterkunft. Wie geht es weiter für den Ferienflieger Condor? Nach der geplatzten Condor-Übernahme haben die Beschäftigten nun schnelle Staatshilfe gefordert. Der Bund solle sich an den Fluggesellschaften Condor und Lufthansa direkt beteiligen, sagte ein Sprecher der Flugbegleitergewerkschaft UFO heute. Was die Condor braucht, ist eine Brücke, um über die nächsten Monate durch diese Krise zu kommen. Denn klar ist, nach dieser Krise wird es Nachfrage geben, werden Menschen wieder reisen wollen. Und der beliebteste Ferienflieger, auch dort werden Menschen wieder ihre Tickets buchen. Und dann kann die Condor aus sich heraus weiter überleben. Wer wegen der Corona-Pandemie knapp bei Kasse ist, kann auf Kulanz seiner Bank hoffen, wie ein Fall des Frankfurter Amtsgerichts zeigt. Einem Bankkunden wurde eine Darlehensstundung zugesprochen, nachdem seine Bank ihm das überzogene Konto gekündigt hatte und Rückforderungen stellte. Das Gericht stützt seinen Beschluss auf das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie, da der Bankkunde derzeit von Kurzarbeit betroffen sei und weniger Einnahmen habe. Trotz Corona-Krise laufen die Investitionen in den Straßenbau weiter. Laut Verkehrsministerium sollen in diesem Jahr mehr als 1 Milliarde Euro in Straßenprojekte bei uns fließen. Derzeit werde vor allem an der Sanierung der Salzbachtalbrücke auf der Autobahn 66 bei Wiesbaden gearbeitet. Auch die Bauarbeiten am Wiesbadener Kreuz liegen laut Verkehrsministerium im Zeitplan. Die gesamte Baumaßnahme soll im Herbst nach 3 Jahren Bauzeit abgeschlossen sein, so der Plan.
Ja, genau im Plan derzeit was Besonderes. Pläne werden oft massiv durcheinander gewirbelt. So geht es bei Andreas weiter. Ja, die Bad Hersfelder Festspiele, die sind ist heute bekannt gegeben worden, dass die nicht stattfinden werden in diesem Jahr. Ein Riesenschlag für die ganze Region. Das ist natürlich nicht nur schade für alle Theaterfreunde, die sich schon auf Premieren wie die Uraufführung vom Club der Toten Dichter gefreut hatten. Es ist natürlich auch wirtschaftlich ein mega Verlust. Gib mir doch endlich ein Zeichen. Gib mir Kraft. Leider, leider, leider. Sehr schade für uns, gerade für die Stadt hier. Ist es ein ganz herber Verlust. Zum ersten Mal in diesem alten Gemäuer, mitreißend und bunt. Ich habe Karten für alle Vorstellungen. Ja, muss ich halt mit leben, muss ich mich mit abfinden. Gut finde ich es nicht, aber wenn es denn anders geht. Blöd, aber ich glaube, jeder muss jetzt zurzeit Opfer bringen und das gehört leider auch dazu. Jetzt ist sie da, die Hiobsbotschaft. Auch wenn es sich seit Tagen angedeutet hat, die heutige Absage der Bad Hersfelder Festspiele ist für viele eine Katastrophe. Besonders bitter, in diesem Jahr hätten sie zum 70. Mal stattfinden sollen. Wir haben alle möglichen Alternativen ausgerechnet. Verschieben wir es, verkürzen wir es. Und jetzt, heute Morgen, wo dann das alles Realität geworden ist, da schnürt es mir wirklich den Hals zusammen. Und da ist es ein physisches Problem. Es ist wirklich, ich merke das wirklich körperlich und natürlich auch hier, selbstverständlich. An die 100.000 Besucher haben sie auch in diesem Jahr wieder in Bad Hersfeld erwartet. Sie hätten nicht nur für volle Ränge gesorgt, auch der Gastronomie, den Geschäften und Hotels hätten sie einen Aufschwung bescheren können. Für den Hotelier und Vorsitzenden des Stadtmarketingvereins Achim Kniese wäre es gerade nach dieser schwierigen Zeit wichtig gewesen. Es ist das i-Tüpfelchen nach der Corona- oder in der Corona-Situation. Es wird für viele an die Existenz gehen. Und für Sie persönlich? Ich sage gerne, wir werden überleben. Ich weiß nur noch nicht, in welchem Zustand. Alles stand bereit. In den nächsten Tagen sollte der Tribünenaufbau beginnen. Mit der Uraufführung, der Club der Toten Dichter, wollte man im Juni in die Festspielsaison starten. 30 Jahre nach der Leinwandpremiere sollte das Stück erstmals auf die Bühne kommen. Auch Goethe hätte es als Musical das erste Mal hier in Bad Hersfeld gegeben. Die Festspiele sind weit über die Grenzen Hersfelds bekannt. Die deutsche Prominenz gibt sich zur Premiere jedes Jahr die Klinke in die Hand. Doch dieses Jahr wird der Promi-Auflauf ausbleiben. Wirtschaftlich ein großer Verlust. Dem Bürgermeister ist jetzt jede Finanzhilfe mehr als willkommen. Was natürlich eine ganz große Hoffnung ist, dass der Bund, Land und auch der Landkreis ihre Förderung trotzdem dieses Jahr zahlen, auch wenn es keine Saison gibt, weil sonst würde das für die Stadt wirklich fatal werden. Für die Schauspieler und über 200 Festspielmitarbeiter sucht die Stadt jetzt nach fairen Lösungen für eine Entschädigung. Die Besucher können sich daran beteiligen und ihr Ticket spenden oder natürlich zurückgeben oder gegen einen Gutschein eintauschen. Die Festspielleitung arbeitet jetzt an einem kleinen Alternativprogramm. Unterkriegen lassen sie sich nicht. Diese Ruine hat schon viel, viel, viel mehr ganz schlimme Zeiten miterlebt. Und die werden wir jetzt auch noch durchstehen. Die Saison will man im Sommer 2021 nachholen. Und zwar nicht im 70. Jahr, dafür aber zum 70. Mal. Die Jungunternehmer Jakob und Elia Rauber trifft die Corona-Krise zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Gerade erst sind die Brüder aus Lanau ins Eisgeschäft eingestiegen, haben ihren ersten eigenen Laden eröffnet. Und nach 2 Wochen müssen sie schon wieder schließen. Jetzt ist erstmal Krisenmanagement gefragt. Dabei war schon der Aufbau des eigenen Betriebs vor der Corona-Flaute alles andere als einfach. Seit Januar haben wir die Brüder begleitet. Heute Teil 2 unserer Wochenserie. So. Jakob hat es eilig. Ein Supermarkt braucht dringend eins. Nachschub in der Krise. Es ist einer seiner letzten Kunden, die ihm noch geblieben sind. Denn Kantinen und Gastronomen bestellen seit Corona nicht mehr. Um die Eisherstellung aufrechtzuerhalten, war es nötig, Abläufe zu ändern. Nicht auszudenken, wenn sich ein Mitarbeiter infiziert. Also keiner sieht jemand aus dem anderen Team. Dass man halt sagt, okay, wenn es einer hat von den 6 Leuten, dann können zumindest 4 Leute noch weitermachen und dann ist der Betrieb nicht unterbrochen. Die Pandemie trifft Elia und Jakob Rauber mitten in der Gründungsphase.
Zu Hause in Lanau eröffnen die Brüder eine kleine Eismanufaktur. Ob Schoko oder Himbeere, alle Rezepte denken sie sich selbst aus. Eis machen war schon immer ihr Hobby. So ist das gewachsen und dann jetzt eben auch beruflich. Und das ist quasi die Verwirklichung eines Kindheitstraums. Zu diesem Zeitpunkt ahnen sie nicht, wie sehr sie schon bald um ihren Betrieb kämpfen werden. Im Januar ging es zunächst darum, Kunden vom selbstgemachten Eis zu überzeugen. Wir sind ein junges Unternehmen, das hochwertiges Speiseeis herstellt. Da wollte ich mal fragen, ob ich das mal bei Ihnen ganz unverbindlich vorstellen dürfte. In der ganz Anfangsphase hat man erstmal damit zu kämpfen, dass man erstmal ernst genommen werden muss. Manche machen es, andere erstmal nicht. Eine erste Gelegenheit, sich zu beweisen, ergibt sich hier im Supermarkt der Familie Lotz in Biebertal. Hi Christina. Schön, dass das geklappt hat. Ja, super. Christina Becker räumt für das neue Eis wertvolle Verkaufsflächen frei. Auch für die Unternehmerin ein Risiko. Ui, ja. Wir wollen ja auch das Regionale ja auch weiter fördern. Das ist ja auch so toll, dass wir einfach mit euch zusammenarbeiten können, dass wir wirklich regionale Ware da haben. Doch wie soll sich das Eis für knapp 7 Euro pro Becher durchsetzen? Mehr Werbung, wirklich auffällig das Werbung platzieren. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass wir ein Plakat von euch haben, mit eurem Eiszeitlogo oder aber auch mit euren Gesichtern drauf. Ja. Wird sich das neue Produkt verkaufen? Nur 6 Wochen später, Ausnahmesituation. Jakob wird schon erwartet. So, hast du was dabei? Ja. Ich bin begeistert. Ja. Seit Corona geht sein Eis gut. 80 Becher pro Woche statt vorher 20. Ganz ohne Werbung. Kurze Lieferwege sind der Supermarktchefin jetzt wichtig. Was ist denn der? Ein Joghurt Heidelbeer, das machen wir Montag sowieso. Das ist gar kein Thema. Tiramisu ist leer. Vom Salzkaramell bräuchten wir noch was. Es gibt nur ein Problem. Auch Jakobs Lager ist nun fast leer. So müssen wir halt jetzt zusehen, dass wir die Woche wieder hinterherkommen und wieder ein bisschen was auf Lager haben, dass es in der Produktion nicht so Lastspitzen gibt. Denn gerade wird auf Sparflamme produziert, auch weil sie ihren Laden schließen mussten. Dabei war die Vorfreude im Februar noch groß. Seit Monaten baut Bruder Elia eine ehemalige Fahrschule zur Eisdiele um. Also zum Beispiel, ich habe hier den Thekenbereich habe ich aufgebaut, die Hängeschränke oben, sieht man ja, habe ich aufgehängt. Ich sag mal, jede Stunde, die ich hier arbeite, muss kein Handwerker hier arbeiten. Sogar die Omi packt mit an, näht liebevoll Rückenlehnen für die Sitzbänke. Das ist genau richtig. Das ist ganz genau richtig hier, wenn es so festgemacht wird. Die 71-Jährige hilft gerne und glaubt an das Vorhaben ihrer Enkel. Also, aber ich denke mir, wenn man sich das so aussucht, manchmal kann ja auch Arbeit und Hobby gleich sein. Dich erfüllt das doch, was du machst. Ja. Du bist immer gut gelaunt. Bist nicht schlecht gelaunt. Damals undenkbar, dass sie ihre Oma heute nicht mal mehr sehen dürfen. Gerade jetzt könnten sie ihre Zuversicht gut gebrauchen. Wie Elia und Jakob die Krise stemmen, morgen mehr. Steht da einer auf der Spitze? Jo, das ist keine Fotomontage. Da steht tatsächlich jemand. Auf der Spitze des Frankfurter Messeturms. Ohne jede Sicherung. Leute wie er nennen sich Rooftopper. Sie klettern auf Hochhäuser, Brücken und Türme, riskieren ihr Leben für den ultimativen Kick und spektakuläre Bilder. Bilder, bei denen den meisten von uns der Atem stockt. Also gut festhalten am Sessel. Hülya Deneli hat den jungen Mann getroffen. Da steht er ganz oben auf der Spitze des Frankfurter Messeturms in schwindelerregender Höhe und ohne jegliche Sicherung. Alles festgehalten mit der Kamera von einem Freund, der auch mit dabei war. Wir treffen OZKR, wie sein Künstlername ist, in Frankfurt. Er möchte unerkannt bleiben. Roofing oder Rooftopping nennt man das, was er macht. Übersetzt heißt das, auf der Dachspitze sein. Für mich ist es quasi wie urbanes Bergsteigen. Das ist eine große Leidenschaft von mir, das Bewegen in dem urbanen Umfeld. Und es ist eben eine große Befriedigung für mich, wenn man da eben einen Erfolg hat und es zur Perfektion bringt und eben wirklich auf der Spitze des zweithöchsten Gebäudes in Deutschland steht. Vor 5 Jahren hat er angefangen, auf Gebäude und Brücken zu klettern. Auf dem Großteil der Frankfurter Skyline war der 20-Jährige schon, alles natürlich illegal. Erwischt wurde er zwar schon mehrfach und hat auch mehrere Anzeigen wegen Hausfriedensbruch, aber aufhören will er nicht, die Faszination ist zu groß.
Es wird so häufig angenommen bei Uftopper, dass es irgendwie nur um den Adrenalinkick geht. Das ist bei mir eigentlich gar nicht so. Also, ich habe höchstens Nervenkitzel eben wegen zum Beispiel Security oder Polizei. Der Weg ist das Ziel. Eben das Vorbeischleichen an Security, das Umgehen von abgeschlossenen Türen. Das sind alles Herausforderungen, die sich einem stellen und die man lösen muss. Und man fühlt sich quasi wie in einem Computerspiel. Doch es ist kein Spiel, sondern Realität. Seine Eltern wissen von seinem gefährlichen Hobby, erzählt er uns. Und auch, dass sie sich Sorgen machen. Sorgen darüber, dass ihr Sohn mal wieder irgendwo ganz weit oben ungesichert unterwegs ist, wie hier auf der Messeturmspitze. Ich mache mir natürlich sehr viele Gedanken um das Risiko. Aber ich weiß sehr genau, wo meine Grenzen sind und wozu ich körperlich in der Lage bin. Und ich mache nichts, wo ich mir nicht zu 100% sicher bin, dass ich das auch schaffe. Natürlich besteht immer ein kleines Restrisiko, aber man hat immer im Alltag ein Risiko zu sterben. Weltweit klettern Roofer auf hohe Gebäude, wie beispielsweise hier auf den 650 Meter hohen Shanghai Tower, dem höchsten Gebäude Chinas. Sie alle filmen sich dabei und stellen ihre Videos ins Netz. Auch OZKR packt häufig die Kamera ein, macht aber hauptsächlich Fotos von seinen Ausflügen auf Frankfurts Hochhäuser oder Sehenswürdigkeiten. Der Aufstieg auf den Messeturm war seine bisher größte Herausforderung. Es war durchaus schwierig. Ich hatte großen Respekt vor der Aktion und es hat mich lange Vorbereitungszeit gekostet auf jeden Fall. Aber letztendlich lief alles reibungslos. Dennoch, so spektakulär die Bilder auch aussehen, es ist ein lebensgefährliches, illegales Hobby und hat oft einen hohen Preis, das eigene Leben. Aber das hält den 20-Jährigen nicht davon ab, weiterzumachen. Krass. Nach dem Wetter der Tagesschau und einem ARD-Extra geht es bei uns weiter mit Tobis Städtetrip. Herborn hautnah heißt es heute. Und da sieht man Hessens kleinstes Restaurant. Ja, und wir sehen uns um kurz nach 22 Uhr wieder zu den Spätnachrichten. Bis dahin, wenn Sie mögen. Und dann alles zum Fahrstuhlgate unserer Spitzenpolitiker heute. Tschüss. Tschüss, schönen Abend.